Herzlich willkommen zu unserem kleinen Videoeinspieler zum dritten Advent. Und wieder stellen wir zwei Lieder in den Mittelpunkt, die sehr unterschiedlich sind. Beide Lieder thematisieren auf sehr eigene sprachliche und sehr eigene musikalische Art und Weise ein Thema oder eher eine Stimmung, die diesen Advent ja immer durchzieht. Die Sehnsucht. Die Sehnsucht, die sich auf etwas ganz Besonderes ausrichtet. Unendliche Weiten, schnurgerade Landstraßen, die sich am Horizont verlieren. Menschen, die einsam im Auto sitzen und davon träumen, wenigstens an Weihnachten, nicht irgendwo in einem drittklassigen Hotel oder Motel absteigen zu müssen. Kurz vor Weihnachten, im Feiertagsverkehr, im dicken Stau auf der Autobahn festsitzen. Der Schnee fällt auf die Windschutzscheibe und es sind noch mindestens 300 Kilometer bis nach Hause. Das ist das Hintergrundbild des Songs Driving Home for Christmas. Weihnachten, liebe ZuschauerInnen, Weihnachten ist das Fest, wo wir alle zu Hause sein möchten. Und wer Weihnachten nicht zu Hause sein kann, aus irgendeinem Grund, der fühlt sich, glaube ich, mehr als an irgendeinem anderen Tag im Jahr unbehaust, einsam, nicht am richtigen Fleck der Welt. Und wenn die Kinder gerade an Weihnachten nicht zu Hause sein können, dann hilft ihrer lauten oder leisen Heimwehsehnsucht auch ein Videocall wahrscheinlich nicht wirklich aus. Und ich glaube, das ist einer der tiefsten Gründe, warum dieses Lied von Chris Rea aus dem Jahre 1988 ein Welthit geworden ist und es bis heute ist. Driving Home for Christmas. Wir wollen gerade an Weihnachten zu Hause sein. Es kommt ein Schiff geladen, ist ein adventlicher Choral, der zu den ältesten deutschsprachigen geistlichen Liedern gehört. Hier ist die Bewegung umgekehrt. Hier macht sich niemand auf den Weg nach Hause. Hier wartet jemand auf die Ankunft eines Schiffes. Und dieser jemand wird nicht vertröstet. Das Schiff kommt, ganz bestimmt, und es ist bereits sogar unterwegs. Mach nur die Augen auf. Sieh, am Horizont steigt das Weihnachtsschiff herauf. Hinter dem Horizont deiner Gedanken und Gefühle steigt es langsam in dein Bewusstsein. Wir stehen am Ufer, im Strom der Zeit, Weihnachten vor der Tür. Es kommt ein Schiff geladen bis an seinen höchsten Bord. Die Frage ist jetzt, was kommt in diesem Schiff? Was ist die Ladung, die das wunderbare Lied verspricht? Die Antwort ist ziemlich einfach. Die Ladung ist Gott selbst. Gott kommt in diese Welt, adelt diese Welt und macht sie zu einem Zuhause für sich und für uns Menschen. Viele fragen sich im Augenblick, wo ist Gott? In einer Welt, die von der Natur, von diesem Virus gerade auf den Kopf gestellt wird, wo viele Menschen diese Welt eher als verwundernd erleben und gar nicht so wunderbar.
Indem Gott diese Welt besucht, wird diese Welt für uns ein Sehnsuchtsort. Diese Welt wird plötzlich der Schnittpunkt zweier Sehnsuchtsbewegungen. Unserer Sehnsucht nach einer Heimat in diesem unwirklichen Weltgeschehen, nach einem Zuhause, zu dem wir unterwegs sind, und zugleich der Bewegung, dass Gott in diese Welt kommt und diese Welt plötzlich zu einem geheiligten, geadelten Ort macht. Da schneiden sich diese zwei Punkte. Und darum bleibt diese Welt mit allen ihren Verwunderungen, mit allen ihren Brüchen, mit all ihren Verrücktheiten unser Zuhause. Und darum dürfen wir immer wieder danach suchen, auch auf dieser Erde, Driving Home for Christmas. Das wäre schön, auf etwas hoffen können, was das Leben lichter macht und leichter das Herz, das Gebrochene, Ängstliche. Und dann den Mut haben, die Türen weit aufzumachen und die Ohren und die Augen und auch den Mund nicht länger verschließen. Das wäre schön. Wenn am Horizont Schiffe auftauchen, eins nach dem anderen, beladen mit dem Hoffnungsbrot bis an den Rand, das Meer und immer mehr durchteilen, das wäre schön. Wenn Gott nicht aufhörte zu träumen in uns vom vollen Leben einer Zukunft für alle, und wenn dann der Himmel aufreißen würde, ganz plötzlich neue Wege sich auftun hinter dem Horizont, das wäre schön.